Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir mal wieder in Fullface Beautyboxen voll und ja, wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen die Produkte aus den Beautyboxen in meinem Gesicht zu testen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ziehen monatlich immer wieder Boxen bei mir ein, die ich generell im Abo habe oder auch in einer Kooperation zugeschickt bekomme. Ich zähle hier aber auch tatsächlich so Mystery-Boxen mit dazu, ne, die es halt so einmalig gibt, die man so kaufen kann. Und ich starte einfach mal mit der Goodiebox Welcome Box aus dem Februar 2024. Da habe ich von Comme Deux dieses Lippenöl und ich verlinke euch sowohl die Produkte als auch die Boxen, die es noch so gibt, mit gegebenenfalls Rabattcode oder so in der Infobox, dass ihr mal vorbeischauen könnt. Und das trage ich jetzt zuallererst mal auf. Das ist einfach so ein klares, ja, Lippenöl und ich mag sehr gerne Lippenöl und meine Lippen können gerade auch wirklich Pflege gebrauchen. Sehr, 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 sehr angenehm. Habe ich jetzt aber auch schon bei vielen gehört, die das verwendet haben, dass es sehr empfehlenswert wäre. Ja, finde ich cool. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt irgendwie rosa einfärbt. Ich hoffe nicht, weil dieser Applikator sich auch ein bisschen rosa darstellt, ne? Dann habe ich hier etwas, ja, Primer, ne? Von Hiccup. Wo warst du denn drin? In der Goodie Box Glow Up Box Limited Edition, die ich im Januar 2024 ausgepackt habe. Das ist Bronze Glow Priming Moisturizer. Ich bin sehr gespannt. 50 Milliliter sind hier drin, das ist ganz schön viel, ne? Was das jetzt macht, ob ich jetzt dann mir auch irgendwie eine falsche Gesichtsfarbe dann quasi damit gebe, aber irgendwie einfach nur perfectly smooth base, ne? Soft Focus Effect to minimize the appearance of imperfections and pores. Bin ich sehr gespannt. Okay, es ist Bronze eingefärbt, Bronze Colored. Schauen wir mal. Es hat so eine Tube zum Hochpumpen. Okay, ja. Es ist auch wirklich mit einer leichten Färbung hier zu sehen. Ich hoffe, dass sich das dann irgendwie verteilt vielleicht. Okay, schwierig. Ich meine, ich gebe jetzt da natürlich kleine Foundation drüber, aber schwierig. Das ist eher rötlich, ne? Also ich glaube, für warme Hauttöne dann vielleicht ein bisschen besser geeignet. Wird auch tatsächlich sogar fleckig. Ich hätte jetzt gehofft, das ist einfach nur so ähnlich wie zum Beispiel bei dem Nabla Angel Aura Primer. Der ist ja auch leicht eingefärbt, ne? Aber dass es dann auf dem Gesicht quasi nicht so aussieht, ich weiß ja nicht. Vielleicht, wenn man eine Foundation hat, die ein bisschen zu hell ist. Ich glaube, wir werden nicht so die Freunde, ne? Dann gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar habe ich hier von Clé de Peau aus der Niche Beauty Glam Up Box aus März eine Foundation. Und zwar ist das die in der Farbe Light Medium Ochre O20. Ich hatte die ja beim Unboxing auch schon geswatcht. Da ging das einigermaßen. Ich habe jetzt hier gleich zum Retten gegebenenfalls noch einen Concealer stehen. Ne? Ja, so schaut die aus. Und ich glaube, wenn ich mir die Solo aufgetragen hätte, ohne diese Primer-Geschichte jetzt im Gesicht, wäre das gar nicht so verkehrt gewesen. Oder wenn ich die im Sommer trage, dann könnte das halt auch farblich sehr gut mit uns funktionieren, ne? Die Verpackung ist schon mal richtig hübsch und es ist so ein ganz, ganz kleines Pöttchen. Und ich nehme jetzt einfach so einen Foundation-Pinsel und nehme erstmal das auf, was hier so in der Kappe drin ist. Man will ja nichts verschwenden. Ich glaube, das ist relativ teuer, ne? Und trage mir jetzt erstmal ein bisschen weniger davon auf, denn ich glaube, weniger ist mehr. Trifft in vielerlei Hinsicht zu. Die riecht sehr, sehr rosig. Lässt sich auch wirklich schön verteilen. Hat eher eine leichte Deckkraft, weil jetzt nicht irgendwie große Rötungen oder so abgedeckt werden. Aber wir sehen schon, sie verbindet sich mit dem, Gott sei Dank, mit dem Primer, sodass das Ganze nicht mehr ganz so wild aussieht. Also es sieht alles etwas passender in meinem Gesicht aus und das freut mich gerade sehr. Oh, auch auf der Haut macht die einen ganz tollen Eindruck. Vor allem in Kombination mit diesem sehr schönen Glowy Primer. Und die Feuchtigkeit, die ich mir mehr gewünscht hätte, dass der Primer sie abgibt, gibt die Foundation. Ich glaube, besser verblendet bekomme ich sie jetzt auch nicht am Hals, ne? Weil ich bin jetzt natürlich in meiner maximalen Stufe der Blassheit unterwegs. Geht klar, ne? Also da müssen wir jetzt nicht groß irgendwas retten oder so. Bin ich gerade ziemlich erleichtert. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Das heißt, diese Foundation wird dann demnächst auch einfach mal öfters verwendet werden. Ich freue mich schon drauf. Und ja, jetzt nicht aus einer Box, sondern einfach aus der Sammlung habe ich von Estee Lauder den Skin Sealer Futurist in der Farbe 0.5C. Ich hatte halt gedacht, naja, wenn das halt vielleicht ein bisschen zu dunkel dann im Gesicht ist, dass ich das aufhellen kann, so kann ich jetzt einfach punktuell ein bisschen den Concealer anwenden und den arbeite ich mir einfach mit meinem Schwämmchen ein. Leute, meine Haut sieht enorm gut aus. Das gefällt mir gerade so
so gut. Wirklich klasse, muss ich sagen. Und ich war jetzt ja auch eine ganze Weile mit Bronchitis krank. Das heißt, meine Haut hat gelitten und ich habe wenig geschlafen, weil Julius auch sehr, sehr krank war. Und deswegen, ne? Das ist wirklich sehr, sehr krass, was ich jetzt hier in meinem Gesicht habe. Und das hätte ich nicht erwartet, dass die Produkte das so hinkriegen. Okay, als nächstes habe ich auch in dieser Niche Beauty Glam Up Box, aber in einer größeren Größe, aber das ist jetzt meine aus der Sammlung, diesen Milk Bronzer Stick in der Farbe Baked drin. Genau, das ist jetzt meiner mit 3 Gramm. Der ist ein bisschen kleiner und wir hatten 5,7 in der Glam Up Bag drin. Meine ist, glaube ich, ein bisschen trocken. Oha, genau. Und aus der Goodiebox Februar 2024 habe ich von Zarco Beauty bei Oli diesen sehr festgebundenen Pinsel, den man auch super verwenden kann, um so cremige Geschichten einzublenden und zu verteilen. Was ein schöner Bronzing Stick. Sehr subtil, aber vorhanden. Relativ wachsig, wenn man den so aufträgt. Lässt sich aber schön verblenden. Es sei denn, du packst es dir richtig in die Haare. Ne? Dann hast du halt dann ein Problem. Nice, ne? Ja gut, hier unten muss ich eigentlich nicht groß was machen. An der Nase. Ach, meine Nase gefällt mir. Die muss ich auch nicht konturieren. Ne? Schöne Sache. Schöne Sache bislang. Hätte ich nicht erwartet. Wirklich nicht. Und weil es so schön ist, bleiben wir auch bei dieser Niche Beauty Bag, Glam Up Bag. Da habe ich von M oder Eme oder Eime den Healthy Cheek and Lip Cream Blusher. Amoureux. Ja, stimmt. Ja. Genau, also verliebt, glaube ich. Ja, so schaut der aus, sehr bärig, aber lasst euch davon nicht täuschen, der ist, als ich den auch geswatcht habe, doch relativ zurückhaltend gewesen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz entspannt, hätte ich jetzt auch mit dem anderen Pinsel machen können, aber ich gehe jetzt mit meinem Foundation-Pinsel rein und trage mir den hier auf und ihr seht, der ist nicht viel, was aber auch gar nicht so verkehrt ist, ne? Weil dann hast du nicht jetzt irgendwie gerade so einen Ultimativ-Boom-Boom-Blush. Und den kann man auch sehr gut ohne Foundation gegebenenfalls tragen, wenn man das möchte, wenn man das mag, ne? Und er lässt sich aufbauen, das ist auch sehr schön. Ui, der passt gerade richtig schön zu meinem Oberteil. Nett. Muss halt gucken, weil der von der Konsistenz her relativ gelig ist, dass ich dann aufpasse, dass er mir die Base darunter nicht abträgt. Ne? Das könnte nämlich ein Problem werden. Und ich sehe es auch, dass er das ein ganz kleines bisschen hier auch gemacht hat. Also da kommen ein bisschen meine Rötungen durch. Kleine Zicke hier. Oh la la. Der kann aber ein bisschen mehr, wenn man da die oberste Schicht schon mal so ein bisschen abgenommen hat, das Produkt sich dann quasi mit Wärme und Reibung aktiviert hat. Oh, ist aber eine wunderschöne Farbe, Leute. Mein Gesicht fühlt sich richtig juicy und genährt an, was ich klasse finde. Ja, jetzt kommt nämlich das Puder, um das Ganze ein bisschen mehr zu fixieren. Von Lottie London habe ich das Ready Set Go mit 5 Gramm, aber tatsächlich in der Farbnuance, ich glaube Strawberry oder so hieß das, Pink, einfach Pink, ja. Brightening Pink, so schaut das aus. Hatten wir jetzt ja auch schon öfters mal in Boxen mit drin gehabt, in Translucent oder halt in Weiß, wo kommst du weg, aus der Look Fantastic Box Februar 2024. Ich gebe mir jetzt ein bisschen was in den Deckel und zuallererst möchte ich damit ja unter meinen Augen und um meine Augen drumherum setten. Das heißt, ich gehe mit meinem Puffelchen rein, mit der Spitze, arbeite das ein bisschen in meinen Handrücken, damit ich das nicht zu pulverig habe und gebe mir das dann einmal um die Augen drumherum. Ist nicht irgendwie zu rosa oder so. Also bei mir passt das wirklich klasse. Ist ein schönes Puder. Und ich mag es halt auch generell, ich kenne es ja in einer anderen Farbe, ne? Dass es halt auch wirklich smooth ist, aber trotzdem später dann auch die natürlichen Öle der Haut und den Glow durchlässt, sodass man halt jetzt nicht irgendwie super matt damit aussieht. Das ist halt voll mein Vibe, also mag ich. Von Nire, der kommt aus der Goodiebox Welcome Box, die jetzt aktuell ist, glaube ich, ne, im März. Und das ist meiner, den ich schon seit Ewigkeiten habe in der Farbe. 101 Plush Powder Brush. Und damit nehme ich mir jetzt das Produkt aus dem Deckel, was da noch drin ist, auf und trage mir das Puder aufs komplette Gesicht auf. Und das sieht alles richtig gut aus. Hätte ich also gehofft, definitiv, gerade weil die Foundation ja auch so eine ziemlich hochpreisige ist, ne. Ah, das gefällt mir. Da kann ich gleich auch schön weiter mit Videos drehen. Dann komme ich jetzt mal zu einem Bronzer. Der war drin in der Goodiebox Glow Up Limited Edition, die ich im Januar 2024 vorgestellt habe. Von Comme Deux. Soft Bronzing Powder. So schaut die Verpackung aus. Und von innen, das haben wir auch schon öfters gesehen, wir kennen ja auch zum Beispiel die Comme Deux Blushes, die es so gibt. Ja, haben wir einfach ein relativ schlichtes Produkt, was nicht heißt, dass es
nicht auch ein Tabam in your face geben wird. Mal schauen, wie das dann jetzt so ist, auch von der Farbgebung her. Hier ist es ein bisschen wärmer. Und ich meine, das ist auch wirklich einen ganz, ganz soften Satin Glow mit drin hat, aber jetzt nicht zu viel, ne? Weil ich mag jetzt ja nicht unbedingt Shimmer Bronzer. Mag ich, auf jeden Fall, ne? Jetzt kommen wir zu einem Blush, der war in der Goodie Box Februar 2024 drin. Das ist der Mineral Blush von Bella Pierre Cosmetics in der Farbnuance Desert Rose und das ist ein loser Blush. Ich finde es halt manchmal bei losen Blush ein bisschen schwierig, das zu dosieren, weil man muss aufpassen, dass man das halt nicht so doll macht wie mit losem Puder. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal einmal so vorsichtig mit dem Pinsel rein. Ich habe schon richtig viel auf dem Pinsel. Gehe dann in dem Deckel so in rotierende Bewegung. Arbeite das dann quasi relativ gleichmäßig in die Pinselhärchen ein. Und gebe mir das dann auf mein Gesicht. Ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Aber man muss damit auch etwas vorsichtiger arbeiten. Weil ich glaube, ansonsten hat man damit einfach zu viel. Ne? Einfach so als kleiner Tipp am Rande. Dafür bin ich ja da. Und genau. Dann sieht es auch schön aus. Der hat auch eine frische Geschichte mit dabei, also dass du auch einen leichten Glow so siehst, ne? Das auf jeden Fall. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso. Und so gefällt er mir auch tatsächlich. Sonst bin ich ja, wie gesagt, nicht so der Fan von losen Blushes. Aber so ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Doch, hätte ich auch nicht erwartet. Okay, alles sehr überraschend heute. Auch in dieser Niche Beauty Glow Glam Up Bag war von Gitti der Berlin Brow Definer Brow Pencil drin. Und das ja, ist natürlich praktisch für mich gewesen, dass da so viele dekorative Kosmetikprodukte drin waren. Genau, Nummer 03, dass ich die dann auch alle in meinem Full Face hier rein machen kann. Ne, das ist immer ganz praktisch für mich. Dann bürste ich jetzt erstmal so ein bisschen die Augenbrauen durch und trage mir dann die Farbe auf und hoffe, dass sie funktioniert. Ein bisschen warm ist sie, ne? Aber es geht. Doch, ich bin damit zufrieden. Die Mine ist in so einer Dreiecksform, sodass man damit eigentlich auch relativ präzise malen kann, aber nicht zu fein, sodass du da jetzt irgendwie 100 Jahre beschäftigt wärst, deine Augenbrauen aufzufüllen oder überhaupt vorhanden zu machen. Nee, mag ich tatsächlich. Auch wenn die Farbe jetzt nicht hundertprozentig matcht. Ne? Also ja, das ist aber auch schwierig, weil für mich überhaupt die richtige Augenbrauenfarbe zu finden, das ist eine Lebensaufgabe fast schon. Schauen wir mal weiter zu einem Produkt, das hatte ich in einer Box drin, die man bei eBay kaufen kann. Das war eine eBay Mystery Beauty Box. War ein bisschen schwierig vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und auch vom Inhalt. Und das Produkt fand ich aber super interessant von NYX, The Brow Glue. Da sind 5 Gramm drin enthalten und das ist ein transparentes Produkt. Das finde ich persönlich richtig cool. Also sowas in Mystery-Boxen oder in Beauty-Boxen überhaupt ist klasse, weil da hast du einfach ein Produkt, was jeder verwenden kann, ne? Egal welche Haarfarbe man hat. Und das ja, mag ich. Ja, und das sieht auch wirklich aus wie so ein Sekundenkleber. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Kannte ich auch vorher ehrlich gesagt noch gar nicht. Dann arbeite ich das mal ein. Das hat ein mini kleines Spuli. Wow, das zieht wirklich Fäden, Leute. Da muss man schnell arbeiten, denke ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, als würde das in den Haaren klumpen. Das ist schon mal positiv. Und das bringt die Haare richtig doll in Form. Auch aus der ColourPop Mystery Box hatte ich hier diesen Spuli. Da gehe ich hier oben nochmal so ein bisschen entlang, dass ich so Produkt, was etwas hochgekommen ist, wegbürste. Sonst hat man da wahrscheinlich so Klebereste. Das mag ich nicht so gerne. Ja, ich glaube, naja, wer mag das schon, ne? Sieht sehr fein aus, muss ich sagen. Ich mag es leiden. Wir gehen jetzt zum nächsten Step über. Und auch da, ColourPop Mystery Box, war diese Limoncello-Palette drin. Die fand ich schon im ersten Angucken richtig interessant. So schaut sie aus. Also wir haben hier wirklich tolle, frühlingshafte Farben. Die Palette dürfte es so, glaube ich, nicht mehr geben. Sicherlich lässt sich so ein Look aber auch mit anderen Paletten nachkreieren. Ich gehe jetzt mal zuallererst in diesen Gelbton rein, Amalfi. Den setze ich mir erstmal komplett auf mein Lid, auf mein bewegliches Lid und blende das auch ein bisschen in meine Lidfalte mit rein. Das ist nicht so ein klares Gelb, das ist eher so ein Gelb-Orange, ne? Achso, den Pinsel habe ich übrigens auch irgendwo hier. Aus der Look Fantastic Box Februar 2024 kommt der Spectrum Brush. Finde ich ziemlich cool, dass sowas auch mit drin ist. Und theoretisch kannst du sowas auch einfach so tragen, finde ich persönlich, ne? Als Lidschatten. Da musst du jetzt gar nicht so viel mehr Tamtam drum zumachen. Werde ich aber machen, weil ich bin nicht. Ich nehme jetzt nämlich La Festa auf. Das ist dieses wunderschöne Aquamarinblau. Nicht wirklich ganz Aquamarin, es ist einfach schön. Es ist ein blauer Ton und den setze ich mir mit so einem Shader-Pinsel an den unteren Wimpernkranz. Ziehe mir den hier außen ein ganz kleines bisschen hoch
Und dann nehme ich mir diesen freundlichen Blendepinsel, dippe einmal vorsichtig rein und blende mir den hier außen rein, dass man dann quasi dadurch auch vielleicht, mal gucken, ob es funktioniert, so ein Grün hinbekommt, weil Gelb und Blau ergibt Grün. Verbindet sich leider nicht so schön, wie ich das gehofft hätte. Man hat hier dadurch schon so einen Übergang, aber das sieht eher schmutzig als schön aus. Naja, die Idee war da. Es wird auch leicht grünlich, aber es ist nicht so satt grün und so schön unfleckig geworden, wie ich mir das gehofft hatte. Das heißt, wir müssen jetzt durch die Schimmertöne das Ganze auf ein anderes Level heben. Ich starte hier außen dann erstmal mit einem grünen Schimmerton, damit ich auch dieses Grün dahin bekomme, was ich haben möchte. Und zwar habe ich hier diesen Ton Capri in der Palette. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus und Schimmertöne von Colourpop sind einfach unglaublich schön. Und das ist ja mal ein wunderschöner Grünton. Den mag ich gerne leiden. Okay, sehr stark pigmentiert. Und dann kommt Serenade. Das ist dieses wunderschöne Schimmergelbtönchen. Kein Gold. Der sieht wirklich gelb aus und das finde ich wunderschön. Der kommt auf mein, ja, im Prinzip mehr oder weniger komplettes bewegliches Lid. Also ich blende den jetzt auch noch in das Grün mit rein. Genau, dass es auch so ineinander übergeht, dass ich da diesen Gelb-Grün-Effekt habe und das finde ich extrem schön. Für den Innenwinkel nehme ich mir dann aber noch was etwas Helleres. Da ist hier der Ton Touring am Start, das ist dieser hier. Den nehme ich mir mit dem kleinen Finger auf. Ach, super weich, super doll pigmentiert, ne? Den setze ich mir, wie gesagt, in den Innenwinkel und ziehe mir den auch ein bisschen mit auf das Gelb, damit man da einen softeren Übergang hat. Genau, und so sieht das dann aus. Finde ich ganz nice. Kann man auf jeden Fall machen. Von den matten Tönen bin ich wirklich enttäuscht, aber die Schimmertöne sind, wie man das halt so von Colourpop kennt, wundervoll. Ich nehme jetzt auch den Ton Capri und setze den ein bisschen an den unteren Wimpernkranz, so als Verlängerung von dem Innenwinkel quasi, also diesen grünen Schimmerton. Das öffnet das Auge optisch dann auch noch mal ein bisschen mehr und gibt noch einen etwas schöneren Effekt. Also ja, das ist der Lidschattenlook. Kann man, wie gesagt, halt natürlich auch mit anderen Paletten, wo du einen matten Gelbton drin hast, einen matten Blauton und Grün und Gelbschimmer und so. Kannst du nachbasteln, ist ja überhaupt kein Thema, ne? Finde ich schön. Also ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Das ist halt echt mein Vibe. Bei der Blissimbox im März konnte man sich dieses Jahr entweder einen Blush aussuchen oder einen Eyeliner. Ich habe den Eyeliner gewählt. Das ist von Ayeko, der Black Magic Liner. Und der ist wirklich toll. Ja, den hatte ich auch schon mal. I Do Liquid Liner heißt der. Und den werde ich jetzt einfach mal verwenden. Der hat nicht die gleiche Spitze wie mein liebster überhaupt Eyeliner, der übrigens auch von Ayeko ist, sondern das hier ist auch wieder eine Filzstiftspitze, mit der man aber auch einen sehr, sehr schönen Wing ziehen kann. Ja, ne? Geht auf jeden Fall klar. Kann man definitiv machen. Der malt sehr, sehr schön. Ich habe ganz eiskalt einen Highlighter vergessen und ich habe mich eben im Spiegel angeguckt und mir schon gedacht, irgendwas fehlt doch, ne? Da hatte ich mir mal von Rituals diesen Ritual of Cleopatra Highlighter gekauft in der Farbe Pink Brown. Ja, dürfte jetzt aber eigentlich ganz gut passen. Und so schaut der dann aus. Der war auch, glaube ich, im Sale. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt so noch gibt. Und genau, den trage ich mir jetzt auf. Dafür verwende ich einfach meinen Puderpinsel, den ich kurz ein bisschen sauber mache. Dipp da so ein bisschen rein und trage mir den auf. Oh ja. Oh ja, der ist schön. Seht ihr, ne? Der ist schön. Ja, das hat auch gefehlt, Leute, oder? Also, wenn man keinen Highlighter drauf hat, sieht es irgendwie, also gerade für mich, für mein Empfinden, irgendwie verkehrt aus. Das Comme-Deux-Lippenöl ist übrigens auch echt schön eingezogen und hat auch schön gepflegte Lippen hinterlassen. Da können wir dann gleich schön mit den Lippenprodukten eskalieren. Vorher gibt es aber noch ein Setting-Spray. Das gibt es im Look Fantastic Eye in der Full-Size tatsächlich. Das hier ist nur die Travel-Size, die hatte ich halt einfach noch da. Das Anastasia Beverly Hills Dewy Set Setting Spray schaut so aus. Und ja, wie gesagt, mit 100 Millilitern in der Originalgröße haben wir das in unserem Look Fantastic Eye. Hat einen unglaublich feinen, aber doch intensiven Sprühstoß. Riecht super angenehm, hat was leicht süß-blumiges. Ich mag das sehr gerne. Und hinterlässt halt auch ein richtig schönes Dewy Finish. Ne? Also das ist schon so etwas, was ich toll finde. Und ich glaube, ich habe eben mein anderes leer gemacht. Ich glaube, das hier werde ich jetzt wieder in meine Schminkschublade mit aufnehmen, weil ich das sehr schön finde. Jetzt habe ich hier zwei Mascaras. Einmal von Westman Atelier, die I Love You Mascara in einer kleinen Größe. Ich glaube, hier ist ein Milliliter drin. Die hatten wir
auch in dieser Niche Beauty Glam Up Bag mit drin. Und die soll voluminisieren, definieren. Und im Look Fantastic Eye hatten wir mit dabei Rein Bandifrau von Iconic London die Enrich and Elevate Mascara in der Originalgröße, die so ausschaut, also die Verpackung. Und ja, beide sind schwarz, aber wir haben zwei unterschiedliche Bürstchen. Einmal haben wir bei der Westman Atelier ein Faserbürstchen, was riesig ist und auch sehr, sehr buschig ist. Und bei der Iconic London Mascara haben wir ein bananenförmiges Gummibürstchen, was auch wahrscheinlich sehr schön definierend sein wird. Ich kann mir tatsächlich jetzt so aus dem Bauch heraus vorstellen, dass beide in Kombination mega aussehen, aber ich werde sie euch mal separat voneinander auf meine Wimpern packen. Und hier haben wir einmal meine Wimpern ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Seite hier mit der Iconic Mascara gefällt mir persönlich definitiv besser als die auf dieser Seite mit der Westman Atelier. Ne? Beide Mascaras haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung. Die Westman Atelier Mascara kann man leider nicht so gut schichten. Also die trocknet halt so schnell, dass sie sich halt ungern schichten lässt. Das ist echt verrückt. Während wir hier bei der Iconic Mascara erst in der zweiten und dritten Schicht ein Ergebnis haben, was ich halt richtig schön finde. Der ein oder andere kleine Mini-Klumpen ist dann noch zwischen. Da würde ich dann nochmal nacharbeiten. Aber die gefällt mir auf jeden Fall echt gut. Ach, die sehen beide jetzt so auch ganz gut auf den Augen aus, aber die Iconic gefällt mir einfach im direkten Vergleich ein bisschen besser und auch von der Applikation her. Widmen wir uns mal den Lippen. Da habe ich hier einmal den Lip Liner von CAT London, da steht keine Farbe leider drauf. Genau, kommt aber auf jeden Fall aus der Look Fantastic Valentinstags Edition und das ist auf jeden Fall ein schöner Ton, würde ich mal so sagen, den man auch zu vielen Looks tragen kann, weil es relativ neutral ist, aber doch recht dunkel, wenn ich das so sehe, ne? Ach was, auf den Lippen total subtil. Sehr schön, das ist wirklich mein Lipspot Better. Kannst du auch solo tragen, muss man da gar nichts drüber machen. Ziemlich cool. Ja, auch wenn ich den swatche, ist der auch eher zurückhaltend. Also es entspricht nicht dem, wie Verpackung aussieht und auch das Produkt an sich. Ne? Ganz verrückt. Okay, mag ich. Und darüber gebe ich mir aus der Blissim Box Februar 2024 von Floss My New Favorite Lip Gloss. Das ist dieser hier. Den hatten wir auch schon öfters mal in diversen Boxen mit drin. Ist in der Farbe ATH Opaque Finish. Okay, könnte farblich auch ganz gut zu meinem Outfit passen. Hat so ein Tübchen, was ich jetzt nicht so nice finde, aber es ist halt vorhanden und riecht echt lecker. Ich will reinbeißen. Im ersten Auftrag dachte ich gerade erst so, huch, das könnte wirklich pink werden. Aber nee, mega. Oh, ich fühle mich gerade, als wäre ich in einem Süßigkeitenladen gewesen, weil das hängt ja direkt unter Nase. Ich rieche es ja, ne? Zu guter Letzt hatte ich in der Nutino-Box aus dem Monat März dieses Valentino Donna Born in Roma Yellow Dream Parfüm drin. Das fand ich schon beim ersten Sprühen so ansprechend. Für mich persönlich halt wirklich ein richtiger Frühlingsduft. Ich habe ihn nur noch nicht so richtig auf meiner Haut genossen. Machen wir jetzt mal. Auch ein wunderschöner Flakon und die müsste es auch noch geben. Ne? Das sind zwar limitierte Boxen, aber die sind noch recht lange verfügbar. Und ja, wow, hier sind auch 15 Milliliter drin und der kommt jetzt so ganz leicht auf mich drauf. Erst bekommt man auch so einen Flow von diesen zitrischen Noten, aber es wird sehr schön blumig und das riecht halt auch wirklich so angenehm. Und es passt einfach so auf, also zum Frühling, der jetzt ja kommt. Und da freue ich mich drauf. Mensch, ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal mein Full-Face-Beauty-Boxen aus dem Monat März im Prinzip, wo ich es gedreht habe. Aber ich habe ja allerhand Mix, Mischmasch, was rede ich hier? Okay, ne? Mir gefällt es auf jeden Fall. Und ich finde, dass ich einen netten Frühlingslook mit den Produkten geschminkt habe. Ich fühle mich richtig wohl. Ich habe hier noch allerhand Boxen stehen und Produkte und Produkte vor allem. Allerhand Boxen, die ich jetzt abfilmen wollte. Das heißt, diesen Look habt ihr dann sehr wahrscheinlich auch schon gesehen und euch gefragt, wie ich ihn gezaubert habe. So, ihr Lieben, alles in der Infobox verlinkt, sowohl die Produkte als auch die ganzen Boxen, die ihr noch bekommen könnt. Ne? Und ja, dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.